Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und ich habe heute wieder einen interessanten Interviewgast, der gerne oder sie möchte gerne anonym bleiben. Wir nennen sie mal Karina und wir sprechen heute über Entitäten und karmische Ablösung. Liebe Karina, bitte stell dich doch mal kurz vor, also das, was du gerne von dir preisgeben möchtest, und dann würde ich sagen, geh mal direkt ins Thema über. Ja, hallo liebe Alexandra, ich bin die Karina, ich bin 34 Jahre alt und wohne in Norddeutschland. Ich bin von Kindheitsbeinen an schon mit meinem geistigen Team verbunden, habe als Kind auch schon mein geistiges Team wahrgenommen und auch Geister gesehen. Das habe ich zum Beispiel meinen Eltern erzählt. So zieht sich das Thema bei mir quasi durch. Das Sehen habe ich leider wirklich verlernt, obwohl meine Eltern mich da immer unterstützt haben, wobei es so langsam wiederkommt, dass ich so Schatten und Nebel sehe. Also ich finde es erstmal hochspannend, weil ja jeder so seine Erfahrungen hat und meine Zuschauer oder auch du, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, wir kennen es ja auch persönlich, wissen ja auch um meine Gabe. Ich habe ja seit meiner Kindheit Wahr- und Prophetieträume, beziehungsweise ich arbeite mit meinem geistigen Team, wenn man das so sagen möchte. Immer während meinen Träumen, also wenn ich Fragen stelle oder ich habe Herausforderungen und dann gehe ich mit denen sozusagen in den Traum und frage sie und versuche dann darüber eben auch über, ich sag mal, hell sehen oder hell fühlen, über die Träume dann meine Fragen beantwortet zu bekommen. Wie ist es denn bei dir? Kannst du das mal genauer erzählen, wann es angefangen hat und hat sich da was verändert von Beginn an? Und so weiter. Also angefangen hat es tatsächlich, das haben meine Eltern mir erzählt, dass ich meinen Eltern erzählt habe, da steht eine alte Frau an meinem Bett und gesagt hat, ich werde wieder gesund. Man muss dazu sagen, ich war als Kind wirklich dauerkrank mit Bronchitis und Ohrenentzündung und was ich nicht alles hatte. Und ich weiß davon persönlich gar nichts mehr. Meine Eltern haben mir das erzählt. Mein Bruder ist allerdings auch so begabt. Der hat zum Beispiel mal auch als er quasi zu meinen Eltern ins Zimmer wollte, ich hatte so ein Durchgangszimmer als Kind, da wollte er dahin, hat die Tür aufgemacht, hat gesehen, dass da auch jemand an meinem Bett steht und ist postwendend gleich wieder umgedreht. Weil ihm das natürlich, da wollte er nicht durch, weil er kannte die Person natürlich nicht. Mein Bruder hatte das auch mal. Wir wohnen in der Nähe vom Flughafen und wir kennen halt, mein Bruder und ich finden Flugzeuge wirklich sehr faszinierend, weil wir es halt schon Kind auf kennen, dass die halt bei uns wegfliegen oder auch reinkommen. Und er ist mal reingelaufen gekommen zu meinem Vater und hat gesagt, er sieht so einen Dreiecksstern. So, mein Vater ist gleich mit rausgedüst, dann war aber leider schon alles weg. Also meine Eltern, Gott sei Dank, die sind da auch beide offen für. Mein Opa zum Beispiel hat angefangen mit Erich von Däniken Büchern, die habe ich da als Kind schon gesehen. Und er hatte auch Bücher, wo so ein kleiner Grauer abgebildet war. Das habe ich als Kind auch schon gesehen und fand das immer sehr faszinierend. Meine Mutter war eher so die andere Richtung, die hatte sich dann eher mit Schutzengeln und Reiki und so befasst. Also so floss das beides bei mir zusammen und meine Eltern haben halt auch immer gesagt, mit uns könnt ihr darüber reden, aber nicht mit anderen, die verstehen das nicht. Haben wir beide auch total ernst genommen und haben es halt auch nicht gemacht. Also für uns war das dann immer so, gut, mit Mama und Papa ja, mit Geschwistern auch, aber das war es dann auch. Und es wurde dann, also wie gesagt, das Sehen kann ich mich halt echt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Das eine Mal im Urlaub bin ich der Meinung, auf so einer Treppe so einen Jogger gesehen zu haben. Ich habe ihn dann immer als Geisterjogger bezeichnet. Es war dann, wie gesagt, leider irgendwann weg. Ich hatte dann eher so kuriose Erlebnisse auch. Und eine Zeit lang auch das Gefühl, dass in meinem Kinderzimmer am Kleiderschrank einer steht und mich beobachtet.
Es hat mir halt auch echt immer Angst gemacht, weil ich halt immer nicht wusste, wer da steht. Ich habe dann irgendwann, war ich richtig mutig und habe dann mal das Licht angemacht. Ich gedacht habe, so, jetzt, ich traue mich. War natürlich keiner zu sehen, da war ich ganz enttäuscht, weil ich doch schon so mutig war. Hast du Und denn auch dann mal hatte ich noch. Kontakt mit denen aufgenommen, dass du mal mit denen gesprochen hast oder versucht hast zu sprechen oder telepathisch irgendwie in Kontakt zu treten? Also mit dem weiß ich nicht mehr. Das war halt mehr, als ich Kind war. Wobei ich dann von meinen Eltern auch schon so diverse Bücher gekriegt habe, wie man sich dann verhalten soll und so. Meistens, wenn ich versucht habe, Kontakte aufzunehmen, habe ich immer keine Antwort gekriegt in meinem Kopf. Das geht mir aber heute zum Großteil auch immer noch so. Ich hatte das auch mal, da bin ich nachts aufgewacht, das war auch so im Teenie-jugendlichen Alter. Da bin ich wirklich mit Herzrasen aufgewacht und voll verschwitzt und hatte das Gefühl, da steht so ein ganzer Trupp neben meinem Bett. Und dann hatte ich mich an was erinnert, was ich gelesen habe, habe gesagt dann so in Gedanken, ey Leute, habt ihr mal auf den Timer geguckt? Ich muss schlafen, ich muss nächsten Tag arbeiten. Ich habe mich dann tatsächlich umgedreht und bin weitergeschlafen. Also das hat geklappt, aber in dem Moment, das war, weil ich halt auch dieses Herzrasen hatte und ich wusste, ich muss nächsten Tag wieder früh raus. Ja, was die alle wollten, keine Ahnung. Ich hatte eher das Gefühl, die haben sich irgendwie über mich beraten. Das war schon sehr komisch. Und dann hatte ich noch mal so ein Erlebnis auch im Teenie-jugendlichen Alter. Da hat mein Bruder mich am nächsten Tag drauf angesprochen. Der sagte, ja, was war denn gestern Abend mit dir los? Und ich sowieso, ja, du standst immer an meiner Zimmertür und hattest Angst vor deinem Zimmer. In dem Moment kam auch so wieder so ein Bruchteil der Erinnerung. Ich kann mich daran erinnern, ich stand an seiner Zimmertür und habe zu ihm gesagt, ich will nicht in mein Zimmer, ich habe Angst davor. Und ich weiß noch, in dem Moment kam das Gefühl wieder hoch in der Erinnerung, dass mein Zimmer wie so ein Universum wirkte, total groß und leer. So, mein Bruder konnte da natürlich nichts mit anfangen in dem Moment, hat gesagt, ach, nie wieder ins Bett. Ich weiß, dass ich mich umgedreht habe und dann, ja, weiß ich nichts mehr. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Das hatte ich aber auch so nur einmal. Ja, und ich habe das dann halt auch immer so weiter behalten. Habe versucht, mal so wahrzunehmen, ob ich irgendjemand, also Geister quasi wahrzunehmen, aber es kann es halt nicht beeinflussen bei mir. Genau. Wenn es kommt, dann kommt es. Ja, und mit 25 hatte ich dann überlegt, wie ich da jetzt weitermache, so in der Richtung. Und meine Mutter wusste ich, die hatte auch schon den zweiten Reiki-Grad. Und dann habe ich sie einfach, ich hatte dann auch nebenbei schon mit Reiki angefangen. Ich glaube, damit hat irgendwie jeder angefangen. Und ja, dann habe ich sie gefragt, ob wir zusammen den Reiki-Meister machen wollen. Und das war auch eine sehr schöne Energie. So, Und und da bin ich dann bei ein, ja? hast du da irgendeine Veränderung gespürt, dass du vielleicht, sag mal, hellsichtiger geworden hast oder mehr hast, was wahrnehmen können? Beim ersten Grad tatsächlich sehr viel wahrgenommen. Ging mir Da auch so. ist sehr, sehr viel abgeflossen tatsächlich. Also das habe ich gemerkt, als sie da an den Füßen war, dass da richtig viel weggeht. Beim zweiten und Meister tatsächlich gar nichts. Da habe ich überhaupt nichts gemerkt. So, und ich hatte dann bei meinem Mann, nachdem ich dann da fertig war, hatte ich dann so zum Üben, hatte ich ihn gefragt, also ich glaube, das war beim ersten sogar schon, gefragt, ob ich bei ihm üben kann mit seinem Fuß, weil er hatte in der Ausbildung mal einen Unfall, einen sehr schweren mit einem Bruch im Sprunggelenk. Und dann habe ich das quasi geübt und er so, ja, glaube ich jetzt. Also er war da so offen für, hat gesagt, er kennt es nicht, aber mach mal. Das fand ich eigentlich ganz cool von ihm. Und dann habe ich da mal schön Reiki draufgegeben, habe mich halt auch daran erinnert, dass die Trainerin gesagt hat, man kann da nichts verkehrt machen, da geht nichts kaputt. So, da bewegt mein Mann seinen Fuß und das knackt. Und ich denke nur so, oh, jetzt hast du das kaputt gemacht. Und er sagte, oh, das ist jetzt aber schön frei. So, und er hatte danach halt wirklich auch immer Probleme, dass es sehr eng war und dass es dann, ja, Ding war halt wirklich kaputt. Da waren sämtliche Bänder durch und wie gesagt, da ist ein Stück im Sprunggelenk rausgebrochen. So, und wenn ich ihm dann natürlich damit was Gutes tun konnte, habe ich mich echt gefreut. So, und danach fand er das natürlich gut, hat gemerkt, da passiert was und seitdem kriegt er dann auch öfter mal Reiki. Ja, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit meinem ersten Grad. Die habe ich glaube, 2002 oder vorher noch gemacht.
Und sind jetzt schon ein paar Jahre her. Da habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich war immer vorsichtig mit solchen Sachen, gerade was so Toren und Türöffner sind, ne? Also Ja. seelische, weil ich ja gewusst habe, was man oder was kommen kann oder wer einen besucht. Und deswegen war mir das immer nicht ganz geheuer. Habe dann aber trotzdem mich auch getraut, bin wie gesagt zu dem ersten Draht hin und habe den gemacht. Es ging bei mir über 3 Tage. Und wie sie dann sozusagen die Reiki-Lehrerin oder Meisterin mir meine, ja, die Zeichen oder meine Hände und meine Füße aufgemacht hat, um eben die Energie fließen zu lassen. Das war, man kann es gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich konnte mir überhaupt gar nichts darunter vorstellen und habe mich da auch nicht mit diesen Energiefließen und so weiter, auch mit den ganzen anderen Sachen da gar nicht so beschäftigt, weil ich war so in meinem Thema drin mit den Prophetieträumen und Vorhersagen und Wahrträumen, was so bei mir immer als Gabe kam, dass ich war so überrascht und dachte, na ja, sie hat dann auch gesagt, na ja, es wirkt dann noch nach und ich habe 6 Wochen lang danach wie so eine kribbelnde Energie gespürt, also auch in meinen Händen. Manchmal habe ich gedacht, ich gebe, die Tochter war damals ein paar Jahre alt, wie so Blitze kamen da aus meinen Fingern. Also es war total magisch und unglaublich für mich. Also wie gesagt, ich habe eigentlich auch nicht in Anführungszeichen daran geglaubt, sondern ich habe das einfach geschehen lassen und habe halt gespürt, dass da wirklich noch was geöffnet wurde oder dass ich da mehr jetzt mich für andere Sachen noch geöffnet habe. Es war hochspannend. Ich habe dann auch viel, viel mehr intensive Träume und Erfahrungen gehabt dadurch. Ah, okay, das ist auch spannend. Also so auch wie du gesagt hast, beim ersten Grad eben hat sich viel mehr getan als beim zweiten. Für mich hat sich das schon gut angefühlt. Ich wollte ja eigentlich auch den zweiten und den Meistergrad machen, aber es hat sich eigentlich nie ergeben. Ich habe dann 2000, ich hatte ja den Entspannungstrainer gemacht und habe Traumstudium sozusagen gemacht, 3 Monate lang extra mit Traumdeuten und Analysen, weil mich das ja immer schon mit begleitet hat. Aber ich weiß ja auch, du hast, wie war denn das bei dir? Also kam das mehr so die Art, kann man sich vorstellen, wie ein Traum oder wie eine außerkörperliche Erfahrung? Oder war das wirklich im Wachbewusstsein, dieses Hellfühlen oder Hellsehen? Also ich habe das nicht über Träume, ich habe das wirklich übers Fühlen, Intuition. So, also ich habe ja von Kindheit an, sage ich jetzt mal, eigentlich schon dieses Hellfühlen ganz gut. Zum Teil Hellwissen, das aber eher selten. So mein Mann zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, der wusste ganz genau, die kenne ich schon ewig. Das hatte ich so schnell zum Beispiel gar nicht raus. So, es hat sich dann aber auch bestätigt. Also da, wo ich den Reiki gemacht habe, die bietet auch so eine Gruppe an. Da macht sie Aufstellung von karmischen Themen, was ich dann quasi für mich zum Üben echt ganz gut fand, so zum Einsteigen. Also sie macht es halt so, wenn jemand ein Thema hat, zum Beispiel Allergie, dann schaut sie oder fragt sie halt nach, ist das was Karmisches, wenn da ein Ja kommt. Dann geht einer aus der Gruppe quasi in diese karmische Ursache rein, also in diesem anderen Leben. Und die anderen bearbeiten das. Die Person, die es betrifft, die ist komplett raus, die darf nur zugucken, weil wir ja quasi was für ihr Energiefeld machen. So, dass die da jetzt nicht zu sehr abgelenkt ist und wirklich neutral, also dass die anderen quasi neutral gucken können und sie da auch nicht zu sehr vom Kopf herbei ist. Und sie sagt halt auch, ja, es bringt nichts, wenn man nur guckt. Sie kennen das, einige gehen da rein und gucken. Sie sagt, ja schön, dann weiß ich, dass ich vielleicht mal jemanden umgebracht habe, aber das bringt ja nichts. Ich muss das Ganze ja auflösen. So, und sie macht das dann halt so, wenn das jetzt Täter-Opfer sind, das, die stellt sie gegenüber. Und das wird dann quasi auch in Licht und Liebe aufgelöst, sodass das Thema für beide Parteien vom Tisch ist.
So, sie sagt natürlich auch von der anderen Person, wenn wir da keine Freigabe haben, dann dürfen wir da nicht so viel machen, Genau. weil das Ja, darf man nicht. das Die stimmt, ja. Person hat keine Freigabe gegeben. Das behandeln wir nur oberflächlich. Um die Person geht es nicht. Es geht um die Person, die da gerade sitzt, von der wir die Freigabe haben, damit das für die abgelöst ist. So, und die muss der anderen Person quasi vergeben und sich selber vergeben. Und dann ist das abgelöst. Und am Anfang habe ich mich natürlich auch nicht getraut, so in diese Energiefelder zu gehen. Habe dann mit den Nebenthemen angefangen, um dann auch so meine Wahrnehmung zu trainieren. Und es kam dann tatsächlich auch eher so in Form von Gefühlen. Also ich war zum Beispiel mal in einem Haus, was abgebrannt ist, wo dann jemand gestorben ist. Und da ist mir so dermaßen heiß geworden. Also ich habe am Anfang habe ich dann immer nur ein Bild gesehen, so ein Haus, was brennt. Und dann kamen aber die Gefühle. So, und dann mache ich das meistens über so eine Ja-Nein-Fragen, die ich auch bei ihr gelernt habe. Das klappt ganz gut. Und inzwischen sehe ich aber auch deutlich mehr Bilder. Und die Art der Bilder hat sich auch verändert. Also ich sehe das zum Teil inzwischen in so einem Comic-Stil. Das habe ich aber auch erst seit letztem Jahr oder so. Und ich mache das inzwischen auch schon ungefähr 10 Jahre bei der. Und ja, also das macht echt Spaß und es bringt auch was. Also wie viel Themen ich da inzwischen schon losgeworden bin, das ist echt klasse. Ich habe damals auch meinem geistigen Team gesagt, wenn ihr da irgendwelche Themen habt, die aufgelöst werden möchten, dann zeigt mir das, egal wie. Da knüpfe ich dann bei dir an. So ein paar Themen haben sich tatsächlich über einen Traum gezeigt. Als Beispiel jetzt, da bin ich geflogen und abgestürzt. So, es war was Karmisches, was weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir das abgelöst. Im nächsten Traum, ich will fliegen, starte, halte inne und dann kam wirklich der Satz, das haben wir bearbeitet, du fällst nicht runter. Zack, bin ich weggeflogen im Traum. Also das war so cool. Also das war ein echtes Geschenk, wo ich wusste, aha, sie können ja doch klar und deutlich mit mir über den Traum kommunizieren. Ja. Habe ich aber wirklich ganz selten. Ja. Und hattest du schon mal außerkörperliche Erfahrungen? Kannst du das so auseinanderhalten, was, ich sag mal, klar oder luzider Traum ist und oder eine außerkörperliche Erfahrung? Also bewusst kriege ich es nicht hin. Ich hatte das schon ganz oft. Dann habe ich von der Arbeit geträumt und dann, ja, nee, ich will jetzt nicht arbeiten. Und dann irgendwann tatsächlich so, das ist ein Traum, ich brauche jetzt nicht arbeiten. Dann habe ich mich einfach verweigert. So, und dann ist mir halt auch öfter mal bewusst geworden, das ist ein Traum. Und als ich das dann nochmal hatte, dann wollte ich unbedingt nach Ägypten, zack, war der Traum vorbei. Ja. Also das kann ich leider nicht wirklich beeinflussen. Es kommt, hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, dass mir wirklich bewusst ist, dass ich träume. Das mit den außerkörperlichen Erfahrungen, da hatte ich auch schon 2 Seminare besucht, lag bei mir leider auch nicht so richtig. Also ich komme bis zu dem Punkt, wo das Vibrieren Summen anfängt. Und dann gleite ich meistens aber in so einen Traum ab. Oder ich habe dieses Vibrieren Summen in einem, in Anführungsstrichen, Traum. So, und ich hatte ja auch dir mal eine Sprachnachricht geschickt, das war auch sehr interessant. Da hatte ich das dann auch wieder so eine außerkörperliche Erfahrung im Traum. Also im, quasi in Anführungsstrichen im Traum. Da, boah, ich kriege den Traum gar nicht mehr so zusammen, aber ich weiß, dass ich zuerst mit unserem Familienhund in unserem Familienhaus gespielt habe. Und dann warst du da und wir wurden irgendwie verfolgt und ist. Ich hatte eine, oder du hattest eine Tonne in der Hand und du kamst irgendwie nicht weiter. Dann habe ich dir diese Tonne abgenommen und dann kam ich auch nicht weiter, so weil die Füße so schwer wurden. Und dann habe ich irgendwie mein geistiges Team um Hilfe gebeten und dann kam ich auf einmal vorwärts und war dann aus so einer Grenze raus und war dann in Sicherheit. Und dann war ich irgendwie auf der Straße und die Tonne schwebte so weg. Und da hattest du noch gesagt, das war vielleicht eventuell dir so ein bisschen Last abnehmen. Genau, ja. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ist schon ein Unterschied da zwischen normalen Träumen. Wenn ich normal träume, ist es wirklich so eine elendig lange Geschichte und ich kenne halt den Unterschied zwischen elendig lange Geschichte und da passiert gerade irgendwas Spannendes. Ja. Ja. Tatsächlich. Ich hatte tatsächlich auch mal als Kind, das war auch so ein, in Anführungsstrichen, Traum, der war einfach viel zu kurz für einen Traum. Da stand ich in meinem Kinderzimmer und wollte das Licht anmachen. Dann hat irgendwas unten an meinem Nachthemd gezogen, was ich wirklich anhatte, und hat zu mir gesagt, lass das Licht lieber aus, sonst erschreckst du dich nur. So, das war quasi der ganze Traum und ich bin in dem Moment auch wieder herzklopfend aufgewacht und wusste, das war kein Traum. Ja.
Also das mit den außerkörperlichen Erfahrungen ist so. Also meine Erfahrung, ich kann ja immer, wie gesagt, nur von meiner Erfahrung sprechen. Jeder macht ja andere Erfahrungen. Und meine außerkörperlichen Erfahrungen, das ist auch immer, bei mir ist das, ich merke das, auch das Kribbeln vibriert im Kopf. Und dann zieht sich das praktisch so in den Hinterkopf. Und wie gesagt, ich kenne da ja das Gefühl mittlerweile schon. Und dann gibt es da eben einen ganz kleinen Moment, wo du dann die Augen sozusagen aufmachen musst oder solltest, damit du in diese außerkörperliche Erfahrung, also in diese Energie reinkommst, weil sonst flutschst du sozusagen in den Traum. Und Ja. das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Wenn du diesen Moment nicht abpasst, dann geht es eben in den Traum und ganz normal, ja, träumst du dann. Aber es ist immer hochspannend. Ich habe mich da vor ein paar Tagen mit meinem Mann darüber unterhalten, wie das nämlich ist. Und ich habe gesagt, wie ist denn das? Weil ich habe das im letzten Live-Video auch erzählt. Viele können das gar nicht verstehen oder nachvollziehen, wie das ist, weil es gibt mehrere Schritte in einer außerkörperlichen Erfahrung. Halt, wenn du jetzt austrittst aus dem Körper, ist praktisch deine Energie noch sehr, ich sage jetzt mal, unten, ne? Also, und du musst dich dann höher schwingen, höhere Energien, und du begegnest in den unterschiedlichen Energieebenen oder Dimensionen, sage ich jetzt mal, auch unterschiedlichen Wesen. Das heißt also, wenn du den ersten Austritt aus deinem Körper machst oder gerade jetzt anfangs der außerkörperlichen Erfahrung bist, also hast die Augen aufgemacht und so weiter, dann siehst du unterschiedliche Entitäten, die in dieser Dimension angesiedelt sind. Und umso mehr du die Möglichkeit hast, das musst du üben, weil wenn du dich dazu sehr darauf konzentrierst, dich auf dieser Ebene aufzuhalten, dann flutschst du auch schneller wieder in den Körper zurück. Wenn du es aber schaffst, deine Energie zu erhöhen, das, ich habe das auch schon mal erklärt, das fühlt sich bei mir wie so ein Bauchkribbeln an oder wie so ein Druck im Bauch, weil wir sind ja mit dieser, man sagt immer, mit dieser goldenen Schnur mit dem Körper verbunden. Also die Seele ist mit der goldenen Schnur mit dem Körper verbunden. Aber umso höher du schwingst, umso, ich sage es mal, dünner wird diese Verbindung oder energiereicher wird diese Verbindung zum Körper. Und umso mehr löst du dich von deinem Körper. Also die Seele wird intensiver, dein Energiekörper kann sich erhöhen. Und das ist ganz sehr, sehr interessant. Also ich finde es sehr interessant ist, also wie gesagt, es zeigt sich immer erst bei mir, wenn man den ersten Austritt macht, ist die Umgebung sehr düster, dunkel, sind viel mehr Entitäten dann auch im Zimmer. Und wenn du es schaffst, eben sozusagen deine Energie zu erhöhen, umso weniger geistige Wesen, Entitäten siehst du um dir, um dich herum oder spürst du um dich herum, weil das eine Energieerhöhung ist. Und umso mehr kannst du erleben. Also du kannst dann rumfliegen, kannst dir, sag ich mal, wünschen, dass du zum Beispiel nach Ägypten kommst, in die Pyramiden, willst dich da umgucken und so weiter. Und alle Wesen, die sich auf diesen höheren Dimensionen befinden, mit denen kannst du kommunizieren. Das ist hochspannend. Das ist sehr interessant. Also bisher habe ich tatsächlich nur vors Bett geschafft und da war alles stockduster. Dann wollte ich zum Fenster hinaus und dann war auch alles wieder vorbei. Genau, Ja. das ist es. Also du musst versuchen, muss ist immer blöd, aber du solltest Ja. dann versuchen, deine Energie zu halten. Das ist ganz schwierig und oder deine Energie zu erhöhen, weil umso höher die Energie ist, umso mehr kannst du erleben in diesen Sphären oder in diesen Dimensionen. Und deswegen war auch meine Aussage oder ist meine Aussage immer, wir können und werden nicht mit unserem physischen Körper in höhere Dimensionen gelangen können, weil wenn man mal so eine außerkörperliche Erfahrung gemacht hat, ich habe mich ja auch schon mit, ich sag mal, Geistwesen in den höheren Dimensionen ausgetauscht und die haben mir das eben erklärt, so erklärt. Deswegen kann ich das auch nur eben den Menschen so mitteilen, dass wir es nicht
dass es nicht möglich ist, mit einem physischen Körper, der auf einer ganz anderen Schwingungsebene ist, auf 3D festhängt, so ist es eben, geerdet ist, wir es nicht schaffen, in eine höhere Dimension, vor allen Dingen mit unserem Geist, was wir ja wollen, aufzusteigen. Das ist nicht möglich. Laut der geistigen Helferwesen, Engel, Gott, Jesus und so weiter. Ich habe schon mit einigen Entitäten sprechen oder mit Geistwesen sprechen dürfen, die mir alle das Gleiche erzählt haben. Also kann ich es nicht anders wiedergeben. Genau so ist es. Und ich weiß nicht, so wie du gesagt hast, wenn man auch Kurse macht für außerkörperliche Erfahrungen, es gibt ja viele Bücher und es gibt viele Seminare und so weiter, ist es ja oft so, dass man entweder Musik, bestimmte Beats, bestimmte, ich sag mal, Drogen oder sonst irgendwas anderes zur Hilfe nimmt, um in diese Zustände zu kommen. Aber das ist nicht der echte Zustand. Das kommt nicht aus deiner eigentlichen Seele heraus oder aus deinem Willen, diese Zustände zu erreichen, sondern das ist halt, ich sag mal, dieses von der physischen Erde halt genutzte Methode, um solche in solche Sphären einzusteigen. Und deswegen ist das nicht echt und wirklich. Also da können halt dann auch, kannst du mit anderen Energien zusammenkommen, die nicht unbedingt vielleicht in höher schwingenden Sphären sind. Ne? Ja, ich hatte auf dem Lehrgang, also das ging halt auch über Astralreisen, so einen Erfolg hatte ich da jetzt nicht. Aber ich war dann auch echt tiefenentspannt, das war sehr schön. Und was ich da gesehen habe von meinem inneren Auge, war ein Wesen, was blaue Haut hatte, so einen länglichen Kopf und ganz dunkle Augen. So, und da habe ich mich halt gefreut, dass ich überhaupt was wahrnehme. Und dieses Wesen habe ich danach in so einem YouTube-Video halt gesehen über Außerirdische, sag ich jetzt mal, während der Corona-Zeit, als das mit den Masken war. Ich war jetzt nicht krank oder so. Da lag ich auf jeden Fall abends im Bett, hatte genau dieses Gesicht wieder vor Augen. Und dann haben wir gegenseitig, also gegenüber dann halt, also sie hat quasi ihre Hand auf mein Herz, ich bei ihr und dann halt nochmal auf die Stirn gegenseitig. Und dann ging ein Kribbeln durch meinen physischen Körper. Und dann habe ich gedacht, oha. Und also ich hatte das Gefühl, das hat was mit Heilung zu tun, weil ich sonst krank geworden wäre. So kam das bei mir an. Also da habe ich schon gedacht, oha, das ist aber nett. Also es kam, ich habe nichts gemacht, ich lag einfach abends im Bett und wollte schlafen. So, das kam zu mir. Das fand ich echt, also das war echt klasse. Bin ich auch sehr dankbar drüber, über diese Erfahrung, vor allem, weil das auch so physisch war. Ich hatte das auch mal, da habe ich so einen Marvel-Film, war das, glaube ich, gesehen. Da saß eine in so einem, ja, so ein Kampfflugzeug, so ein rundes Ding, die hatte auch so komplett blaue Haut und schwarze Haare. Und als ich das gesehen habe, hat wirklich mein Bauch drauf reagiert, wie bei dir. Und das war so ein Kribbeln, ein Pieksen, also ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich hatte in dem Moment wirklich gedacht, wow, genau so. Und kurze Zeit später hatte ich ein Bild von meiner Nichte gesehen und hatte wieder genau dieses Bauchgefühl. Und dann hatte mir eine, die auch Akasha-Readings macht, die hatte ich dann gefragt und die sagte, ja, ihr beide war, das war auf irgendeinem anderen Planeten, genauso, ihr sah quasi auch genauso aus und habt dagegen irgendwas gekämpft. Ich so, okay. Also, dass da irgendwo eine Verbindung ist, habe ich allein schon von diesem Bauchgefühl gemerkt, durch dieses Kribbeln da. Aber das war auch echt interessant. Also, dass der Körper mich so dermaßen darauf hingewiesen hat. Ja, das ist ja auch immer die Problematik, ich sag mal, unseres physischen Körpers, wenn wir mit der geistigen Welt in Kontakt treten wollen. Also sie machen das ja nur, wann sie, die spüren das ja, wenn wir es brauchen, wenn wir wirklich Herzensfragen haben, dann nehmen sie auch mit uns Kontakt auf und zeigen uns das auch. Nur wir verstehen das ja oft nicht. Wir leben zwar in einem Tagbewusstsein, wo wir mit unseren fünf Sinnen unser, ich sag mal, Tagbewusstsein bestreiten, aber unsere Intuition, unser sechster Sinn ist ja der wichtigste Sinn.
den haben wir ja, der ist so ein bisschen verkümmert. Und aber darüber nehmen sie ja, so wie du es auch gesagt hast, ja eigentlich mit uns Kontakt auf. Nur wir haben es verlernt und auch verlernt, es zu sehen, zu spüren, zu hören, zu fühlen, zu tasten. Also wie das auch ist. Also sie versuchen ja über unsere Sinne mit uns Kontakt aufzunehmen, weil sie wissen, gar nicht so ein großes Augenmerk mehr da drauflegen, was ich ja eigentlich schade finde, ne? Also Da lege ich halt eigentlich großen Wert auf, dass ich das halt trainiere, dass ich das wahrnehme, was ich Anfang des Jahres hatte. Da hatte ich auch mal wieder irgendwelche Geschichten geträumt. Und zwischen zwei Träumen kam dann auf einmal die Ansage, der Name von meinem Mann, und er hat eine Besetzung. Ja, jetzt bin ich aufgewacht, habe mir das erstmal aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, bevor ich das wieder vergesse, nachdem ich eingeschlafen bin. Super. Und dann habe ich einfach ein Clearing gemacht. Das war für mich so, okay, das war eine Ansage. Ich soll ein Clearing machen, mache ich. Kein Problem. Und so, und dann habe ich das gemacht und habe dann halt auch darum gebeten, dass vielleicht mal über einen Traum die Ansage kommt, ob das geklappt hat. Kam natürlich nicht. Hat dann leider nicht so geklappt. Aber ich war echt schon dankbar über diese Ansage. Also das war schon, fand ich auch sehr toll. Genau, also ich sage dann auch immer, Leute, wisst ihr, manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch. Sei doch so gut, sagt mir das einfach deutlicher. Entweder der Gesprächspartner, Bekannte oder und so weiter. Wie geht es da jetzt weiter? Dann kriege ich dann meistens, ich sage jetzt mal, Andrea geschickt. Ne? Also es ist immer ganz lustig, wenn es an der Zeit ist, mich von Menschen zu lösen. Oder auch von, ich sag mal, Beziehungen zu lösen, dann werde ich meistens Andrea genannt. Und das ist total witzig. Dann sehe ich halt, okay, jetzt ist die Zeit, mich von diesen Beziehungen zu trennen, weil dies mir dann sonst meine Energie mehr zieht und nicht gut für mich ist. Und ja, so sind halt immer die Hinweise. Ich bekomme auch manchmal ganz andere lustige Sachen. Also ich sehe das halt mittlerweile auch sehr entspannt. Früher sah ich das wahrscheinlich so wie du auch, mehr mit Angst, war alles viel behaftet. Auch die ganzen Wahrträume, die ich hatte, ist ja klar, wenn du von, ich sag mal, immer nur von Tod oder von Naturkatastrophen oder ja, sonst was anderes träumst, ist es nicht so schön und es sind wirkliche Herausforderungen als Kind. Aber mittlerweile gehe ich halt da auch anders um und ich muss sagen, seitdem ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, seitdem ich meinen Kanal gegründet habe und da ganz anders mit umgehe, seitdem verstehe ich auch viel mehr. Ich kriege die Eingaben sind direkter, so dass ich das verstehe und ich lasse mich auch oft eben leiten, auch was ich sage. Manchmal kriege ich Eingaben und dann ist es vielleicht ein bisschen wirr, was ich erzähle. Aber das muss dann wohl ausgesprochen werden und das tue ich dann eben auch. Also ich lasse mich da intuitiv dann aufführen. Ja, ich glaube, wenn du dich wirklich so intuitiv leiten lässt und das dann auch lebst, dass dann die Wahrnehmung so auch deutlich besser wird. Ja, Ist so ja. mein Gefühl, meine Wahrnehmung. Genau. Du hast gerade was von Clearing erzählt. Kannst du darüber mal ein kleines bisschen sagen, was das ist? Vielleicht wissen das unsere Zuschauer nicht. Also ein Clearing ist einfach nur, wenn man jetzt eine Besetzung hat oder sich hier eine menschliche Seele in deinem Haus oder auf deinem Grundstück rumtreibt, dass man denen quasi hilft, ins Licht zu gehen oder zu ihrem Ursprung, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe mich das auch jahrelang nicht getraut. Das hat dann immer eine andere gemacht. Ich habe dann geholfen, sie hatte mir auch so eine Anleitung geschickt. Und dann hatte ich irgendwann jetzt in einem von den Büchern von Pavlina Clem auch eine Anleitung für ein Clearing gelesen. Da habe ich gedacht, ach, das ist doch einfach, da kriegst du auch selber hin. So, man muss die halt auch nicht so wie einige, das hatte ich auch schon gehört, die sagen dann, jetzt verschwinde hier, geh weg. So, das darfst du halt nicht machen. Du musst dann wirklich schon dich liebevoll mit denen verbinden und denen sagen, Mensch, du hörst hier jetzt nicht mehr her und ich unterstütze dich, dass du jetzt endlich gehen kannst, dass du zu deinem Zuhause gehen kannst. Also nicht rabiat einfach wegschicken und sagen, hier gehörst du nicht hin, das ist mein Haus. So nicht, sondern wirklich mit dem, auch mit dem geistigen Team von dieser Seele verbindend, einfach, dass sie gehen können. Ja, und das habe ich dann gemacht und also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das habe ich bei meinem Elternhaus auch schon gemacht, weil mein Vater, der zieht öfter mal welche mit aus dem Altersheim.
Ja. Mein Mann offensichtlich jetzt ein paar aus dem Krankenhaus. Ja, das ist so. Genau, und das war bei meiner Mutter auch, gerade, sag mal, die Kinder der Kriegszeit, die durch den Krieg gegangen sind, die haben ja auch, also gerade bei meiner Mutter, die ist ja geflüchtet von Ostpreußen eben hier nach Norddeutschland oder nach Norddeutschland zuerst. Und da hat sie natürlich auch eine Anhaftung gehabt, die bevor sie gestorben ist, auch sehr hervorgetreten ist und sie sehr zurückgesetzt hat. Ich habe immer, wie gesagt, mein Mann ist ja auch Kranken- und Altenpfleger und da habe ich auch mal sehr viel gespürt. Ich habe ihm damals, wie wir uns kennengelernt haben, ein Bergkristall gekauft, eine richtig große Spitze, die haben wir eingefasst und die hat er immer angezogen. Und wenn Menschen verstorben sind und er dabei war, dann war die Spitze ganz milchig und die Ach, mussten wir okay. reinigen Auch und spannend. so weiter. Ne? Also der hat es praktisch dann ich habe es extra gesagt, auch dem Stein habe ich darum gebeten, dass er das doch bitte in sich aufnimmt. Ich reinige ihn dann auch wieder. Das war eben dann auch mit Reiki und so weiter, habe ich das dann gereinigt durch die Sonne und klares Wasser. Und das hat wirklich gut geklappt. Also immer, wenn er gespürt hat, er spürte das auch, er spürt das auch heute noch, wenn irgendwas ist. Und dann habe ich ihm die Kette umgehangen und er kam wirklich dann, das war richtig milchig. Also es ist normalerweise eine ganz klare Bergkristallspitze und die war richtig milchig, immer wenn jemand gegangen ist. Also es ging nicht auf ihn über, weil ich das auch immer gespürt habe, dass er dann sehr belastet war. Man sagt das ja, ne? Und das ist dann auch so, das ist wie besetzt. Und das ging eben in den Stein und ich habe den Stein dann wieder gereinigt und er wurde danach wieder klar. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, kannst du mal ausprobieren. Steine sind total super Heiler und Helfer. Es sind natürlich auch, sind ja Lebewesen und wenn man mit denen kommuniziert und sie um Hilfe bittet, dann machen sie auch sowas. Also ich finde es total super. Ich arbeite auch in meiner Live and Balance Praxis auch mit Heilsteine und mit Bachblüten. Das finde ich auch total super. Da kann man auch die Psyche unterstützen. Finde ich klasse. Ist ein Tipp von mir, genau. Also gerade Bergkristall ist toll, was diese Sache anbelangt. Das ist nett. Vielen Dank für den Hinweis. Sehr gerne. Ja, liebe Karina, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viele Informationen an die Zuschauer preisgegeben und haben, also ich finde, es war ein hochspannendes Thema. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du so offen über deine Themen gesprochen hast. Es ist ja auch nicht immer leicht und einfach. Vielleicht haben wir das nächste Mal nochmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen über ein anderes Thema. Aber ich finde, heute war es schon mal, fand ich das super oder wie hast du es gefunden? Auch sehr angenehm und die Zeit ging echt schnell um. Ja, ihr lieben Zuschauer, ich denke, dass wir ein interessantes Thema heute hatten und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Alex von Bewusstsein TV.